Als ich in den Libanon ging, wusste ich nicht, auf wessen Veranlassung ich dorthin gehen sollte. Ich habe dann Jahre später ein Buch von Stefan Aust gelesen, der ordentlich recherchiert hat. Und der hat behauptet, wenn er richtig recherchiert hat, dann hat der Innenminister von Nordrhein-Westfalen dahingehend gewirkt, dass einer seiner Agenten, ein gewisser Albrecht, uns in den Libanon transferiert sozusagen. Und zwar ganz offensichtlich mit dem Gedanken doch nicht, dass er uns hier los wird, sondern wieder mit einer ähnlichen Konstruktion, nämlich Hoffmann geht in den Libanon, nimmt seine Kameraden mit, lässt sich dort ausbilden und zu Straftaten anstiften, so wie es bei den Linken mal gewesen ist, bei den Palästinensern ausgebildet und dann nach Deutschland und Straftaten begangen. Und dann gehen die zurück nach Deutschland und führen Straftaten aus und wir wissen alles. Wir wissen, wer dabei ist, was sie machen wollen und dann nehmen wir sie hier fest und wiederum stehen wir glänzend da als hervorragende Ermittler. Und die haben wir gleich mal alle ausgeschaltet. Die stören uns im Bild nicht mehr. Und das war dann so, dass dieser Agent, den ich damals nicht kannte, ich wusste nicht, wen ich vor mir habe, der ist bei mir erschienen und hat gesagt, es gäbe da jemanden im Libanon, der mich sprechen möchte und das sei interessant und ich soll doch mal mitfliegen. Auf die Frage, worum es im Einzelnen geht, wollte er nicht so richtig rausrücken und ich bin mitgeflogen. Ich muss allerdings sagen, ich habe schon versucht, mich über ihn zu informieren. Und gewisse Möglichkeiten hatte ich schon aus alter Zeit und habe dann von einem jungen Mann, der den Albrecht kannte, Verschiedenes erfahren über dessen Tätigkeit in den Jahren davor bei den Palästinensern im Libanon. Es gab da auch ein Buch, ist wohl auch in der Schweiz verlegt worden, das heißt Geblendet. Und da war also einiges herauszulesen. Nur eines nicht, dass es sich um einen V-Mann handelt. Und als ich in den Libanon kam, hat dieser Albrecht versucht, alles an sich zu ziehen, so nach dem Motto, was hier im Libanon gemacht wird, das entscheide alles ich, das geht alles über meinen Schreibtisch und jeden Mann, den ich bringe, der muss sozusagen ihm gehorchen und machen, was er möchte. Und das wäre ja die Voraussetzung gewesen für alle möglichen Anstiftungen. Und der Albrecht lag mir nicht. Noch bevor es zu solchen konkreten Anstiftungen gekommen ist, habe ich den abgeschüttelt. Ich mochte mit denen nicht zusammenarbeiten. Er war mir zu undurchsichtig, er war mir zu glitschig. Er war nicht der Mann, mit dem ich zusammenarbeiten wollte. Und da gab es für mich nur die Möglichkeit, entweder ich fahre wieder nach Hause oder aber ich arbeite mit den Palästinensern direkt zusammen. Das habe ich dann gemacht. Gesagt, wir können zusammenarbeiten, ich kann hier bleiben, ich kann euch verschiedenen Ebenen behilflich sein, Material beschaffen, etc., technisch auch, aber nicht mit diesem Albrecht. Und so sind unsere Sachen dort getrennt worden und er hatte plötzlich keinen Einblick mehr. Er hat dann versucht, später noch einzuwirken in meine Abwesenheit und hat alle möglichen schon auch tiefgehend und sehr gekonnt angesetzte Intrigen veranstaltet, aber letzten Endes hat er das Grundziel nicht erreicht, dass er jemanden, also oder beispielsweise in meinem näheren Umfeld, jemanden dazu bringen konnte, dass er nach Europa fährt, um hier irgendwas strafrechtlich Relevantes zu tun. Das ist an meiner Person gescheitert.